Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Die Sims 4, die No Money Challenge geht weiter. Und die meinen, die ist natürlich komplett verschossen, mein Char. Oder schwärmt komplett für meinen Char, eher gesagt. Und ja, mein Char, der nimmt das natürlich cool auf. Jenna ist noch ein bisschen dreckig, aber das hoffe ich beheben zu können. Und wir haben auch noch einiges vor, mehr als wie mit der Mai zu flirten. Aber sie ist traurig, weil sie weiß, dass sie nicht die Einzige für mich ist. Okay. Alright, I guess. Ja, aber hey, ich will mich nicht binden. Also weder mein Sims noch ich. Das passt nicht, aber jedem der Willen kann natürlich sich binden. So ist ja kein Problem, so, ne? Ist ja jedem selbst überlassen. Aber für mich ist Binden nichts. Auch wenn ich im Real Life Dinge doch anders handle als in Sims, um echt zu sein. Aber ich verstehe halt auch, dass Leute sagen, jo, kein Bock auf Bindung, wir sind Player. So. Verstehe ich halt, kann ich komplett nachvollziehen. Verstehe halt auch nicht den Hate drauf. Und das Poster hier ist cool. Oder? Ja, doch, das nehme ich mit. Das ist ein cooles Poster, das nehmen wir mit. Oder auch das andere, das könnte man auch mitnehmen hier. Magie, Zauber, Dieb ist gut. So, mal testen, ob es hier auch so klappt jetzt. Klappt das? Wollen wir erwischt? Nice, wir wurden erwischt. Yes! Genau so will ich das, auch wenn die Poster nicht viel wert sein werden, aber ich will die trotzdem mitnehmen, deswegen machen wir's. Und ja, es funktioniert. Das, was ich vorhab. Denn jetzt, Leute, schaut mal. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal gezeigt? Habe ich das noch nicht gezeigt? Weil jetzt können wir ja eigentlich nur normal stehen, ne? Das hier geht nicht. Aber mit dem Trank, passt auf. Wenn das nicht schief läuft, was noch nie schief gelaufen ist, dann können wir gleich wieder zuschlagen. Aber erstmal wird meiner bei My Press geht ein bisschen mehr in die Vollen gehen hier. Wobei das gar nicht muss, aber ja, erst ein Kuss erleben war in Ort. Und vielleicht auch mit ihr in den Schrank verschwinden, während Jenna ja eh ein bisschen hier am Stehen ist für uns. So, genau. Maya hat Sascha ein Geschenk mit einer romantischen Nachricht überreicht. Du bist mein Herz, meine Seele, mein Schatz, mein Heute, mein Morgen, mein All, mein Für immer, mein Alles. What the hell? Wir kennen uns kaum. Das ist manchmal lustig, ich meine, die kennen sich kaum. Und was ist das hier jetzt? Benommen. Entsetzlich schiefgelaufen? Was? Warum? Egal, wir können wieder klauen, also scheiß drauf. Also es hat funktioniert, aber ja. Jetzt fühlt sich die Doppel-PG. Ja. Ach ja. Gut, nur ich muss ich ihr halt noch einen geben. Nicht, dass sie durch Beschämung stirbt. Leider ist hier kein Bett, wo sie sich verstecken kann. Soll ich einfach das wegmachen? Also ich gebe ihr noch einen. Dann vielleicht im Schrank verstecken. Geht das? Ja, im Schrank weinen. Perfekte Idee. Das hatte ich zwar eigentlich nicht vor in diesem Part, aber... Weil die Schränke sind eigentlich für was anderes gedacht. Und nein, Sascha, du sollst keine Jokes erzählen. Bist du blöd oder so? Du sollst keine Freundschaft mit ihr aufbauen. Selbstsicherheit, nice, sehr schön. Aber warum, wenn sie im Schrank weinen geht? Und das ist, weil die Kontrolle geklappt hat. So, dann geh mal hier mit. Kannst du mit Mai da reingehen? Nee, oder? Aber erster Kuss ging noch durch. So, das heißt, wir könnten theoretisch noch ein bisschen weitermachen mit Mai. Tja, Frau Direktorin hier. Andererseits, ich mache das nur so lange, bis Jenna wieder gut geht. Ja. Weil, ja. Jetzt schon, dass ihr gut geht. Oder bis die Leiste hier voll fertig ist, je nachdem. Okay, Jenna geht's besser. Sie muss nicht im Schrank weinen, gell? Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Klar, Verstand macht glücklich. Cool. Ach, wir nehmen das Waschbecken einfach mit. Warum nicht? Ah, shit. Sie wurde nicht erwischt, schade. 4 Stunden. Egal, das kriegen wir hin. Easy. Weil meiner, der wird jetzt etwas auswählen. Und zwar, ja, ist ja schön, Mai, aber... Dass du mich umarmst, aber ich muss kurz... Ich mach mal Candy. Okay. Ja, wobei, nee, wir hauen ab.
Und Candys Outfit, das sieht auch. Ja, komme ich aus. Aber wir wollen ja sowieso reisen, habe ich ja versprochen. Deswegen werden wir auch reisen. Und zwar kommt mit. Natürlich kommt Jenna mit. Tina, die könnte ich auch anrufen, eigentlich theoretisch. Ja, die sehe ich sowieso ja häufig. Ja, klar, vielleicht mit. Die Lilly mit. Die Siobhan natürlich. Rami. Die Layla hätte ich Bock drauf. Yuki ist auch mir zu niedrig. Das ist mir auch zu niedrig. Ah, fuck. Zu viele Frauen hier in der Liste. Rami dann vielleicht runter und stattdessen Sophia noch mitnehmen. Ja. Wobei Celeste ist auch niedrig. Celeste ist mir auch zu niedrig. Wen dafür weg? Vielleicht die Clara weg, weil die ein komisches Outfit anhat. Und reicht ja schon, dass ihre Tochter mit dabei ist. Wobei Claire, Mutter und Tochter schon geil aussehen, muss man sagen. Cassie hasst mich. Aber Cassie, naja, das ist trotzdem eine gute Sache. Liliana könnte ich auch mitnehmen, theoretisch. Liliana statt Lilly vielleicht. Ja, wobei. Nee. Machen wir so. Squad's ready to go. Manche haben die auch ready to go. Sophia möchte nicht kommen. Shit, hätte ich mal wen anders angerufen stattdessen. Schade, schade, schade. Egal. Aber muss ich ja noch einiges vorproduzieren für die. Also vor. Was heißt vorproduzieren? Das auch. Aber auch vorbereiten für die nächste Challenge. Und hier ist Wasser? Okay, das ist ja ganz wild. Wusste ich gar nicht. Dass hier Wasser ist anscheinend. Also sieht auf jeden Fall noch eindeutig noch hier so ein Pool aus. Aber warum? Ich meine, das ist ja Untergrund. Ja. Und da oben ist ja auch nichts, ne? Oder ist außerhalb von der Disco hier ein Wasserresort? Glaube ich nicht, dass da eine Möglichkeit ist, dass da irgendwie hier Wasser ist. Das ist ganz wild, dass hier Wasser ist. Na gut, vielleicht, ja, wenn wir dann doch Sophia besuchen und ihre Mutter und da einfach weiter klauen, falls da noch irgendwas Geiles zu klauen ist. Tatsächlich, was für die kommen nicht vorbei. So, das ist nicht cool. Die ist eine Ressource. Aber egal. Denn wir reisen woanders hin. So wie es auch geplant war ursprünglich. Zu den Fries, nämlich zu Siobhan und ihrer Schwester und ihrer Mutter und ihrem Vater. Ja. Aber leider nicht ganz vollzählig, aber egal. Ach ja, Jenna muss ich ja eh herrufen, stimmt. Dann sind wir trotzdem zu 8. Ah, shit, ich hätte Siobhan nicht einladen sollen, sonst hört das Spiel wieder rum, scheiße. Egal, flirtet meiner kurz mit denen, dann muss ich das nochmal machen. Oder wir reisen irgendwo anders hin oder so, aber. Ja, ich denke, ich werde einfach die Betörung machen, bis Siobhan weg ist und dann nochmal reisen. Weil. Ja, mir fiel da ja ein, dass ich das ja bei Lilly so gemacht habe und das hat ja ein bisschen rumgepackt. Andererseits habe ich ja vampirische Kräfte jetzt, ne? Deswegen. Oder auch das eine Dings. So. Also vampirischer Zutritt, meine ich. Genau, vampirischer Zutritt, genau. Das andere verändert ja. Das normale aus dem Belohnungsdorf verändert ja nur, dass ich rausgeschmissen werde. Das müsste meine auch haben, ne? Meine ich. Aber wer weiß, wir werden es gemeinsam natürlich herausfinden. Kurz am Handy chillen, wenn ich warte, dass der Scheiß endlich mal hier durch ist. Ja. Na, das. Stimmt zwar, aber das behalte ich für mich. Aber dass ich auch mal bei Insta bin, das ist auch sehr selten.
Na gut, habe auch kaum Zeit dafür. Jetzt bin ich ja eher immer Part am Machen und warte auf die Ladezeit. Ja, was für 7. Januar? Ist schon 8. Januar. Wild. Naja. Oh, ein Hund ist auch mit am Start anscheinend. Sascha! Hammer auf. Nein, 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 nein. Du machst. Oh, Siobhan gehört nicht mehr zur Gruppe. Warum? Siobhan, nein. Du bist auch Teil von uns. Ich weiß nicht, warum das jetzt ist, aber nein. So. Wir dürfen gemeinsam hier hingehen jetzt. Schön zu Siobhan. Ach, wir sind hier schon. Wir können direkt reingehen. Als ob. Zusammen hier hingehen und dann mal gucken, ob das geht. Ah, scheiße. Fuck. Wie ich es gedacht habe. EA, warum ist das jetzt ein Problem, Mann? Das ist echt uncool. Ich habe mich vertan und Siobhan mitgenommen, obwohl sie jetzt hier hingehört. Wow. Jetzt kann ich nicht zu ihr nach Hause gehen. Obwohl im Real Life das ja auch kein Problem ist. So. Da muss ich nicht erst warten, bis die Person dann weg ist. So. Echt unnötig. Nein, hör mal auf, ey. Meine Fresse, dafür habe ich dich nicht herbeigeschickt. Alter. Jenna ist auch manchmal nur voller Scheiß, aber egal, Candys Schwester darf auf jeden Fall betört werden. Ja, mach ich halt ein bisschen Betörung, dass wir wenigstens ein bisschen hier mit der, bis sie halt abhauen. Einfach mitnehmen hier ein bisschen. Ja. Ist halt leider so, ich hab's halt vergessen, dass das der Fall gewesen war. Aber ist ja auch egal. So, mache ich halt das ein bisschen vorbereiten für die nächste Challenge. Ja. Da geht es halt ziemlich viel um, ja, Interaktion zwischen mir und schönen Frauen. Das ist natürlich auch, ja. Wird eine krasse Challenge auf jeden Fall. Aber ich denke, ich werde da jetzt auch halt schon mal vorbereiten, wenn es halt angebracht ist natürlich. Halt bringt ja nichts, wenn da auch 100 Parts sind, so. Eigentlich war es auch nie geplant, dass das so ausartet, aber naja. Jetzt sind wir hier. Naja, viel falsch gemacht worden ist. Ja, du sollst dich nie mit Hunden anfreunden. Wheeler wäre es ja in Ordnung, aber nicht hier. So, mit Lucky. Na, vielleicht will Jenna auch, dass wir einen Hund adoptieren, aber. Ja, da haben wir keine Zeit für. Kannst du mal Leckerli geben? So. Aber erst, wenn du. Dir das, wenn du dir deins verdient hast. Nein, Spaß. Ich wollte den Hund nicht beleidigen. Und hey, morgen, hey. Ich war eine Schwester, die Teenagerin ist da. Ja, wohl, Gefühle erhalten. So lustig mit dir. Verbringe wirklich keine Zeit mit dir und hoffe, dass es hier genauso geht. Sag ich, du sollst keine Gefühle aufbauen, du sollst, Dings hier. Nein, nicht nach Hause gehen. Du sollst nach Hause gehen. Kann ich eigentlich hier rein oder ist das, nicht möglich? Nein, nicht abhauen, Leute. Jetzt ist hier auch bei dem Hund, ey. Dieser Hund, ey. Ah, nice. Geht. Perfekt. Danach kannst du dann auch mal hier zusammen hier hingehen. Sehr gut. Und sie kann mich nicht ausstehen, oder? Kann sie? Also geht das nur bei Erwachsenen zum so wie? Weil sie scheint mich leiden zu können. Und fragt sich, wer der Typ ist, der einfach bei ihr zu Hause ist. Aber naja, ich sag mal so, deine Schwester, die kennt mich ja ein bisschen. Die hat gesagt, das ist in Ordnung. Deswegen sind wir ja auch hier. Hör doch mal auf! Achso, das hab ich in die Liste gepackt. Ich dachte schon. Ah, scheiße. Meiner muss wieder nach draußen hier. Kurz, um hier ein bisschen das auszunutzen. Scheint. So, gut, dann gehen wir mal hier hin zusammen. So. Sascha, mach eine. Wenn Jenna dem das Leckerchen gibt und dann hoffentlich auch mal Gutes mit dem Hund. Das ist nicht unser Hund, so. Da musst du jetzt nicht ausrasten. Was Zuwendung angeht. So. Zack. Weil wir haben ja Pläne. Ach, jetzt hat sie auch noch Hunger. Ja. Ist ja nicht so, als hätte ich erst vor kurzem was essen gegeben.
So. So. Ich hoffe, ich habe hier Waren auch mitgenommen. Aber ich meine, ja. Aber wir können ja nochmal nachschauen, ist ja kein Problem. Meiner wird angerufen. Habe ich nicht? Habe ich nicht. Okay. Dachte hörte, aber scheint nicht. Oh, das wurde ignoriert. Wo hast du deinen neuen Schatz gefunden als Notlage im Baumarkt? Ich habe keinen Schatz. Oder habe ich einen Schatz? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Help me, please. Amelie. Wie die es einfach nicht lassen kann, ne? Sie ist so nachtragend und eifersüchtig. Also, das ist schon, ja. Was soll man dazu sagen, ha? Was soll man dazu sagen, ha? Ja. Ey, jetzt sag nicht, dass ich schon wieder Mele. Hey, sag ich jetzt zusammen, hast du Bock, heute Abend mit mir abzuhängen? Nee, ich war auf einer Party. So. Kannst ja vielleicht vorbeischauen, wer weiß. Nein, die geht jetzt nicht nach Hause. Bleibt alle hier. So. Zusammen singen. Nein, Spaß. Wird nicht gesungen. Hey, toll, jetzt ist Dings abgehauen hier. Keine Ahnung. Bäcker? Ist Bäcker abgehauen? Ah ne, Becker ist noch da, es war nicht Becker. Yuki! Oder? Mit die Scheiße. Egal. Jetzt hält morgen auch noch ihre Schwester auf, das ist richtig scheiße. So, betören und dann hier hingehen. Nice, Leila konnten wir wenigstens aufhalten. Celeste auch noch da? Nice. Jawohl, die brennende Leidenschaft einfach. Der Hirt hat 88 am Feiertag verdient, das ist nice. Nice, nice. Ah ja, stimmt, bei Erntedankfest hier. Ui. Das ist auch ein schönes Bild. Auch wenn vielleicht aus dem Winkel hier. Ja, vielleicht besser ist. Ja, doch, glaub schon. Könnte auch Thumbnail werden. Einfach jeden Part einfach, obwohl es gar nicht mit der Normandie Challenge zu tun hat, aber jeden Part einfach dasselbe. Irgendwie gefällt mir das doch gut als Thumbnail, so why not? Das ist doch direkt. Warte, wo ist Yuki? Yuki ist noch hier? Als ob die hier noch irgendwo ist. Wenn ja, dann wo ist denn die? Die sehe ich ja gerade gar nicht. Oder ist die Baki? Da wird sie nur einfach als da angezeigt, aber sie ist nicht da. Hier ist sie! Yuki! Sie ist tatsächlich noch da! Sie wollte gehen! Aber ich habe sie erfolgreich aufgehalten. Nicht mit mir. Hier bleiben. So, das den noch. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber ich glaube, ich sollte den größten Teil dann auch ein andermal vorbereiten. Kann ich eigentlich hier. Ah ne, den muss ich sowieso aufsparen, was das angeht. Ja. Aber ich denke mal, du kannst auch mal ein bisschen mit den Leuten hier reden. So. Theoretisch. Ich auch mal freundlich vorstellen. Ich hoffe, sie hat keinen negativen Ruf, aber es könnte sein, tatsächlich. Wobei, ihr kennt euch ja. Aber ihre Schwester kennst du nicht. Kannst du mir mal nicht vorstellen, bei Lilith, bei Lilly meine ich, nicht Lilith. Lilith ist ja, kennst du ja bereits. Becker. Auch bei Yuki. Denke ich, ist auch eine ganz gute Sache. Bisschen vorbereiten ist ja auch nicht verkehrt. Ah, da ist der Vater von Morgen und, Siobhan. Genau. Am Morgen, die wird auch locker sehr gut mitmachen hier. Oh. Ich wollte dran zoomen, aber das Spiel war schneller als ich ausnahmsweise. Das ist uncool. Yukis Haarfarbe auch. Richtig cool. So. So. Das möchte ich nochmal sehen. Und dann möchte ich eigentlich das hier.
Ah, wie sich schon wieder Glut drauf, als mal schlecht geht, aber meinem kann es ja nicht schlecht gehen. Nein, hier bleiben! Ah, shit, die. Egal. Dann ist das halt so. Hoffentlich geht die Betörung noch durch. Nein, geht sie nicht. Schade. Egal, kümmern wir uns um das, was wir, weswegen wir eigentlich hier sind. Und erstmal, Jenna darf sich um Essen kümmern. So. Aber kannst du mal Leute kennenlernen hier? Weil du solltest eigentlich jeden hier kennenlernen. So. Schnauze. Jetzt ruft er auch noch hier an. Das ist echt nervig, EA. Mach doch die Scheiße weg. Ganz ehrlich, was soll denn die Scheiße? Und du kannst mal hier auch kochen. Wobei, der Typ steht hier rum. Kann man vielleicht vorher einfrieren oder so. Wobei, Magie, Zauber, Betörung auf... Ah, shit, Layla ist auch bald weg. Egal, renn ihr mal hinterher, Kollege. Wo ist eigentlich seine Frau? Sonst hätte ich den auf die einfach betören können. Ja, Layla, du freust dich gleich einfach ein bisschen noch mehr Action zu haben hier. Dabei glaube ich, dass sie ursprünglich tatsächlich mit einer Frau verheiratet war. Aber es hat mir irgendwie nie gefallen, deswegen habe ich das immer geändert. Ah, nice, Nalani, ja, auf jeden Fall, sei er. Ja, nicht verkehrt. So, du darfst dann... Wo ist Siobhan? Muss ich die ablenken oder können wir einfach so den Scheiß hier mitnehmen? Siobhan ist nicht da? Morgen ist auch nicht da? Egal, dann stehe ich den Fernseher halt. Oh, easy. Pff, juckt ja nicht so. Wo sind die? Ah, nee, die ist da auch. Oh, mein PC. Ist Siobhan, aber wo ist ihre Schwester? Ist sie weg? Oder ist die noch draußen? Nee. Hm. Keine Ahnung, wo die ist. Na, ist ja auch egal. Ah, nee, der soll das ja mitbekommen. Was mach ich hier eigentlich? Also, nee, das Kochen nicht, aber. Kann ruhig mitbekommen, wie jetzt Sachen stehen, ist ja kein Problem. Nice. Man hat schon mal was mitgenommen. Und dann, da ich ja warten muss, bis ich wieder stehen kann, kann ich ja ein bisschen flirten. Man hat meiner auch was zu tun, was er machen kann. 21 Uhr 38. So. Das wird vielleicht dem Dominik nicht so gefallen, der so ein bisschen mit ihr geflirtet hat. So, kannst du nochmal Yuki einladen. So, dann kannst du noch ein bisschen Becker einladen. Lilly ein bisschen einladen. Celeste ein bisschen einladen, morgen einladen und zu Hause abzuhängen. Wo sind die? Wo sind die? Was für die soll hier sein? Wo soll die sein? Ist sie beim Hund gelandet oder was? Achso, stimmt, sie ist ja da. Sie ist tatsächlich hier. Ja, Bella. Vorher. Ja, doch, Bella auch einladen. So, Chine. Ja, Rory wird nicht kommen, denke ich, leider. Ah, schade. Dann sind wir auch schon voll, leider. Vorerst. In der Leiste. Ah, da ist sie. Okay. Geht hoch zu ihrer Schwester, oder? Ja. Ah, die Betten könnt ihr auch erstmal hier lassen, dass sie schlafen können, dass wir andere Sachen klauen können. Weil die haben hier einen teuren Herd und so, einen Kühlschrank. Wobei, haben sie gar nicht, oder? Nee, haben sie nicht. Nicht allzu teuer. Schade. Sah erst nach dem besten Herd aus, aber haben sie gar nicht. Halt ein bisschen Scheiße gelabert hier. Ah gut, ich hatte auch anderes im Kopf, also... Ja, wer will es mir verübeln? So, wir machen sie dann im nächsten Part einfach morgen, Alter. Und wie es aussieht, ob das klappt, sehen wir im nächsten Part. Ciao.